Sikh-Religion. Sikh-Religion ist die Religion der Sikhs. Die Sikh-Religion wird auch als Sikhismus bezeichnet. Auf Punjabi, also der Sprache der Sikhs, ist die Sikh-Religion Sikhi. Die Sikh-Religion ist eine der jüngsten Religionen, ist eine monotheistische Religion, die im 15. Jahrhundert entstanden ist. Sie geht auf den Meister Guru Nanak zurück. Nanak lebte im 15. Jahrhundert und er wollte die Religion erneuern. Er wollte insbesondere den Hinduismus reinigen von Aberglauben und traditionellen Riten. Der Hinduismus sollte durch den Sikhismus mit dem Islam verbunden werden. Und manche der Meister, die in der Sikh-Religion verehrt werden, sind sowohl Hindus als auch Moslems. Die Sikh-Religion orientiert sich nicht an konkreten religiösen Dogmen. Vielmehr ist das Ziel, dass man im Alltag religiöse Weisheit nutzt und praktisch ist. Die Sikh-Religion ist insbesondere ausgerichtet auf ethisches Leben, auf Engagement, auch auf Einheit und Gleichheit. Deshalb haben alle Sikhs gleichlautende Nachnamen. Männer tragen den Namen Singh, Löwe, und die Frauen heißen Kaur. Kaur heißt Prinzessin oder auch die Goldene. Die Gurus, die Sikh-Religion empfiehlt, dass die Männer 5 Ks tragen, also den Kes, ungeschnittenes Haar, aber gepflegt, Kanga, den Holzkamm, dann auch Kirpan, ein Dolch oder Schwert, Kara, einen eisernen Armreif, und auch als ein Kachera, als eine Unterhose, die bis zu den Knien geht. Die alle haben eine bestimmte Tradition. Letztlich, die ungekämmten Haare sollen heißen, dass es eine Respektbekundung für die Schöpfung ist. Kanga ist ein Symbol für die Reinheit und die Disziplin. Kirpan, der Dolch, ist ein Zeichen dafür, dass Sikhs kämpfen für Schwache und Unschuldige. Kara, der eiserne Armreif, symbolisiert die Verbundenheit mit Gott. Und Kachera, die lange Unterhose, gilt als Zeichen der ehelichen Treue. Die Sikhs verehren Gott bei sich zu Hause, aber insbesondere auch im Gurudwara. Gurudwara bedeutet Tor zum Guru. Dwara bedeutet Tor. Gurudwara ist der Tempel der Sikhs, das Gotteshaus. Es gibt viele verschiedene Gotteshäuser. Am bekanntesten ist sicherlich der Goldene Tempel von Amritsar. Der Goldene Tempel von Amritsar ist einer der großartigsten Gotteshäuser überhaupt und eben das Zentrum des Sikhismus. In der Sikh-Religion gibt es viele Vegetarier, allerdings gibt es auch Sikhs, die Fleisch verzehren. Die Sikhs lehren aber auch, dass man seine materiellen Bedürfnisse befriedigen kann, dass man auch ein guter Bauer sein kann, ein guter Geschäftsmann, ein guter Beamter sein kann. Die heilige Schrift der Sikhs nennt sich Guru Granth Sahib. Sahib heißt eigentlich Herr. Und die Schrift selbst gilt als Guru. Und so hat der 10. Guru, nämlich Guru Gobind Singh, hat den Guru Granth Sahib letztlich in seiner heutigen Form festgelegt. Es gibt verschiedene religiösen Überzeugungen. Gottvertrauen ist wichtig. Und Sikhs glauben an einen höchsten Gott. Es gibt ein sogenanntes Mool-Mantra und das ist das Wurzel-Mantra. Im Sikhismus gibt es verschiedene Überzeugungen. Es gibt die Überzeugung, dass das Wesen der Schöpfung nicht ergründbar ist.
Das Universum ist von Gott geschaffen geworden. Der Schöpfer ist bedingungslos, liebend, er ist unendlich, unfassbar, geschlechtslos. Da kann das höchste Wesen auch Mutter und Schöpferin beschrieben, bezeichnet werden und ist formlos. Die höchste göttliche Wirklichkeit ist transzendent, immanent und omnipräsent. Transzendent jenseits von allem Begreifbaren, immanent, weil sie in jedem Wesen ist, omnipräsent, überall und daher ist alles heilig. Es gibt einen Glauben für das Leben nach dem Tod und auch den Glauben an die Reinkarnation, die Wiedergeburt. Auch im Sikhismus wird an Karma geglaubt. Und das Haupthindernis für spirituellen Fortschritt ist das Hängen am eigenen Ich und an den weltlichen Dingen. Die Befreiung wird Mukti genannt und Mukti bedeutet, dass das Gefühl des Getrenntseins als Illusion durchschaut wird und dass man das höchste Bewusstsein erreichen kann. Man kann dieses höchste Bewusstsein erreichen durch tugendhaftes Leben, durch Rituale und Pilgerfahrten, Wiederholung von Mantras und Meditationstechniken. Diesen gelten aber als weniger wichtig als uneigennütziges Dienen, tugendhafte Lebensführung, ehrlicher Lebensunterhalt, sozial ausgerichtetes Familienleben und spirituelle Entwicklung. Für Sikhs ist auch dies Bemühen um Beseitigung sozialer Ungerechtigkeiten eine wichtige Form der Gotteshingabe. Bei den Sikhs haben Männer und Frauen gleiche Rechte und Pflichten. Sikhismus hat sich über viele Jahrhunderte entwickelt. Man sagt, dass der Sikhismus lange zurückging. Es gab erst die Janam Sakyam Legendenerzählungen über das Leben der Gurus. Und als besonders wichtig ist dann die Zeit der Gurus ab dem 15. Jahrhundert. Die Sikhs gehen aber auch davon aus, dass die Grundlagen des Sikhismus schon vorher waren. Guru Nanak wurde 1469 geboren und er hat die Zeit der Gurus begründet, die eben bis zu Guru Gobind Singh 1708 geht. Im Yoga-Wiki, wenn du auf Sikhismus gehst, dort findest du die verschiedenen Sikh-Gurus, die 10 Sikh-Gurus, beschrieben. Der letzte Guru, Guru Gobind Singh, hat eben gesagt, dass die Guru-Würde nicht weitergehen soll und ab da sollte die heilige Schrift das Wichtigste sein, nämlich der Guru Granth Sahib, der soll die Sammlung der Gurus, sollte jetzt der Herr sein, Sahib. Seit dem Tod von Guru Gobind Singh 1708 gibt es also keinen der großen Gurus mehr, aber Sikhismus entwickelt sich weiter und ist eine der Religionen in Indien. Manchmal wird Sikhismus gleichgesetzt mit Hinduismus oder Islam, aber Sikhismus ist eine Religion, eine eigenständige Religion. Ja, soweit zum Sikhismus und zur Sikh-Religion. Also Sikh-Religion, eine der großen Religionen. Man zählt Sikh-Religion nicht zu den 5 Weltreligionen, aber gehört zu den großen Religionen der Welt. Eine der jüngsten der Religionen, deren Inhalte sehr lebensnah sind.